Servus, liebe Freunde der E-Mobilität. Ich bin da heute mit dem Paul bei Tesla und wir haben sein neues Model 3 Performance gerade abgeholt. Wir sind schon eine Runde gefahren und ich zeige euch mal das Auto und dann plaudern wir noch ein bisschen. Nach dem Intro geht's gleich weiter. Mal und danke, dass ihr wieder ein Video von mir schaut. Herzlich willkommen da am Kanal. Der Paul hat den Schritt gewagt und hat sich ein Model 3 zugelegt und damit ordentlich kracht gleich ein Performance. Und ja, jetzt will ich einmal ein paar Sachen wissen. Und zwar, warum kauft man sich einen Tesla und warum kauft man sich ein Model 3? Also bei mir ist es sicher nicht der Umweltaspekt, wenn der auch mit eine Rolle spielt, aber man hat halt genug von diesen klassischen Abzockereien in den Werkstätten und das Theater mit diversen Verbrenner-PKWs, du kennst das wahrscheinlich auch. Und das ist halt mit ein Grund und vor allem auch dieses Lautlose, dieses angenehme Fahren ist einer der Hauptgründe sicher. Aber aus einer Probefahrt bist du vorher nie Model 3 gefahren? Nein, nur diverse YouTube-Videos, wie jeder schaut, aber das hat... Ein paar Videos halt, ja. Nein, es war nämlich so, der Paul hat mich angeschrieben, ob ich mit ihm das Model 3 abholen gehe, weil ich ja das Auto doch ein bisschen besser kenne und falls es Mängel gibt, dass ich mir die anschaue und so weiter. Es war eigentlich alles soweit in Ordnung. Spaltmaße sind so im Mittelfeld, ist alles okay. Ein winziger Lackfehler, nicht der Rede wert. Aber interessanterweise die Schwellerabdeckungen, die Kunststoffabdeckungen am Unterboden, die sind links und rechts abgescheuert, auf einer Seite sogar stärker. Es sieht so aus wie beim Be- und Entladen vom LKW oder Schiff, was auch immer. Haben wir reklamiert, wird im Bodyshop dann getauscht. Wäre wahrscheinlich faktisch unmöglich, wenn man rausfährt, das noch zu reklamieren, denn das kann ja 10 Minuten später auch passiert sein. Nein, also hat alles super gepasst. Die ersten Meter haben wir zurückgelegt. Das schneide ich euch rein, das Video von den ersten Metern. Was? 9 Kilometer standen da drauf am Auto. Also das war ja wirklich 100% neu. Ja, da gibt es keinen Handschalthebel. Ja, das ist das. Wo wollen wir hin? Ja, ein Stück auf die Autobahn hätte ich vorgeschlagen. So. Ist das fahren? Du bist im Sportmodus. Hab ich nicht gemacht. Rechts jetzt? Ja, rechts. Spiegel passt auch nicht, mache ich später. Aufpassen, er ist breiter als man denkt. Ja, die Felgen sind teuer. Es ist nämlich so, man hat das Gefühl, durch den Kotflügel, ja, dass das Auto schmäler ist, als es wie in Wirklichkeit ist. Da rechts jetzt? Ja, genau, rechts. Ja. Im Nachgang? Okay. Genau. Du hast eher ein bisschen am Sound, ne? Das passt perfekt. Der Reifen das ist bis laut. Jetzt. Das aber die das Reifen sind 200 irgendwas. Die Reifen sind leider immer laut beim Model 3, weil die Geräuschdämmung nicht so wirklich perfekt ist. Ja. Ja. Und bei höheren Geschwindigkeiten merkt man das Glasdach halt stärker. Mhm. Ja. Ab 160 drunter? Nein, es wird schon, es ist, sag ich mal, bei 130 ist eigentlich schon lauter als viele andere Autos. Ja. Mhm. Muss man leider so sagen, weil es ist wirklich so. Diese Notlenkregelung soll man auch nicht benutzen, gell? Das ist nicht gut. Ja, ist jetzt aber nicht mehr so das Problem, soweit ich weiß, weil ich glaube, dass sogar die Scheibe runtergeht. Notentriegelung. Ja. Aber man kriegt zumindest die Warnmeldung am Display. Mhm. So, da vorne muss dann rechts. Aber mal schauen, ob man da den daneben, ob man den. Hey, wieso fällt er nicht weg? Weil du nicht im Drive bist. Shit. Bremse.
und Drive. Anfängerfehler. Jetzt schaffe ich nicht mehr. Wenn du die Tür öffnest, geht er automatisch in den Parkmodus. Okay. So. So, und da jetzt auf. Neue Reifen. Auch nicht so. Staugefahr. Und das ist jetzt noch nichts, gell, was ich da mache? Nein, nein, das ist klar. Das ist ja Performance-Modell. Das ist Standgas Plus, sozusagen. Stand-Tempomat kann ich jetzt aktivieren? Nein. Du hast, wenn du da schaust, da hast da das Symbol. Er kalibriert. Genau, der kalibriert noch. Da musst du jetzt so wahrscheinlich ungefähr zwischen 30 und gut. 80 Kilometer so ungefähr. Ist ganz unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, wie es momentan ist. Also der Blinker immer, blinkt weiter. Aufpassen. Du musst den Blinker nochmal kurz betätigen. Okay. Genau, jetzt ist er weg. Abwartig, ey. Ja. Naja, und so, da müssen wir dann den Vergleich zum neuen Elfer Turbo. Das ist eine Weile her, aber das ist unvergesslich, das Auto. Das war ja TTP gemacht, ne? Also ungefähr ja. 600 plus PS. Ja. Ja, das ist Ansprechverhalten, ist halt der große Unterschied. Das ist natürlich, wenn der Turbo kommt, dann hat er schon Leistung. Aber ziemlich. Er hat Reaktionszeit. Aber er braucht halt, ja? Also es vergeht eine Sekunde, bis die Leistung da ist. Ne? Richtig, ja. Das ist einfach der Unterschied. Wie heißt das so schön? Instant Torque, sofortiges Drehmoment. Ne? Schön, fährt sich schön, wirklich. Kann man schön soft auch fahren, oder? Ja, sicher, klar. Ja. Nein, es gibt, schau wie schnell sind die kalibriert. Das ist schon. Okay. Autopilot ist schon fast durch. Ja, Hardware 3.0, ne? Die hat Hardware 3.0, das stimmt. Ja. Hardware 3.0 bin ich die noch Version gar nicht gefahren. Ja, wenn einmal geht, der Autopilot, dann siehst du da im Display teilweise zusätzliche Dinge. Verdammt direkt. Ja, ja, das ist im Prinzip ein Sport. Fast schon Sportwagen. Und ja, irgendwie also Betriebstemperaturen gar nichts. Du kannst hier, ja, jetzt ist der Akku warm. Okay. Wenn der Akku nicht warm ist, sozusagen das mehr, dann kommen hier Punkte von der Seite und von der Seite. Grün, links ist Rekuperation, wenn du mal runtergehst vom Pedal, dann wird es grün, genau so. Ja. Und wenn du reinsteigst, wird es schwarz. Mhm. Und wenn hier Punkte kommen, ist Leistungsreduzierung, das ist aber meistens nur, wenn der Akku schon halbwegs leer ist. Und da ist Rekuperationsreduzierung, das ist, wenn der Akku kalt ist. Okay. Ja. Oder voll. Mhm. Wenn er voll ist, also über 85% beginnt dort die Reduktion der vollen Rekuperation. Aber es, auch wenn das reduziert ist, reicht die Rekuperation meiner Meinung nach immer noch. Du kannst ja auch umstellen, sie ist auf Standard, ja. Und Lenkmodus also finde ich. Ne? Genau, ja. Standard ist hoch und das. Standard Lenkmodus ist es dann nicht ganz so sportlich. Ne? Genau. Okay, perfekt. Das für den Anfang, weißt du? Standard, ja, das ist ja nur die Unterstützung, die Servo-Unterstützung, ja. Weil die Lenkung bleibt ja immer gleich. Es ist nur andere Servo-Unterstützung. Ja. Ich wäre wie in einem Neuendorf runter. He? Ja. Wo fährst du? Kannst du mir da noch. Merkt man eigentlich, also wenn er dann eingefahren ist, wird er noch besser? Oder? Nein, es gibt eigentlich kein Einfahren. Ja. Okay. Das ist vielleicht eher ein Hinweis von dem Verkäufer gewesen, dass man halt vorsichtig sein soll. Ja? Mhm. Aber im Grunde gibt es keine Teile, die sich einlaufen können, weil Lager sind da nur Wälzlager und Wälzlager haben laufen sie nicht ein. Ja? Das wäre nur bei Gleitlagern, wie du es in einem Verbrennungsmotor hast. Aber es gibt hier nichts, was sie einlaufen kann. Ja? Mhm. Also wenn das notwendig wäre, wäre was kaputt. Okay. Da läuft sich nichts ein. Also da braucht man keine Sorgen haben. Nur Bremsen. Mhm. Die Bremsen. Also sag mal, das ist eher der Punkt. Also ich würde mit neuen Bremsen jetzt nicht gleich mal so voll reinspringen, weil das ist sicher besser. Die können sich jetzt erst einmal ein bisschen einschleifen. Aber was das sonst, den ganzen Powertrain betrifft.
weil man liest immer wieder, dass man halt wirklich dann absichtlich bremsen soll, um die auch... Ja, du kannst durchaus hier und da mal auf neutral schalten und mal bremsen. Okay. Weil, also bei meinem Performance jetzt haben sie angefangen zu quietschen, aber das liegt halt auch daran, dass die wahrscheinlich beim Einbauen keine Pasta auf die Pads hinten drauf geben. Ja. Nehme ich mal an. Und deswegen quietschen meine momentan bei ganz niedrigen Geschwindigkeiten. So. Vor allem beim Rückwärtsfahren bremsen. Ja, beim ist man Rangieren. Gewohnt, der Porsche hat auch quietscht. Es ist leider bei guten Bremsen meistens so. Ja, also man hört es oft. Die, wenn die zu schwingen beginnen, ja, und hinten, gibt es eh einige Dinge, die man dagegen tun kann mit Anti-Quietschblechen und so, aber es ist halt auch nicht überall verbaut. Ne? Ja, aber du siehst, wenn ich rekuperiere, dass das bei mir noch so ein bisschen ruckartig. Ich glaube, man kriegt das dann ins Gefühl, oder? Dass man das softer kann. Ja, es gibt ja auch ein du kannst den Fahrmodus sogar ändern. Das kannst du aber nur beim. Ah, du hast den Haltemodus, deswegen. So, du musst auf Kriechen dann umstellen. Okay. Also, falls man jetzt. Nein, das ist das. Ich will, dass er stehen bleibt. Ah, okay. Das ist One-Pedal-Drive. Das ist ja die klassische Automatik, das weiß ich. Das genau. Kriechen, dann rollt er Kriechen ist die normale Automatik. Hast du Kriechen eingestellt? Ja, ich mag das Halten deswegen nicht, weil das Rangieren aus einem Parkplatz ist irgendwie unpraktisch, finde ich, mit dem Haltemodus. Okay. Weil du musst einfach draufsteigen, damit du überhaupt sich mal bewegt. Okay. Und wenn es runtergehst, steht er sofort. Ja? Mhm. Und ich finde das ganz angenehm, so wenn beim Ein- und Ausparken und in der Garage finde ich das. Aber das ist persönliche Geschmackssache. Manche gibt es ja noch nicht so lang, dieses One-Pedal-Drive. Ich habe jetzt diesen VW und ich kann ja keinen auffahren, weißt? Also er piepst und dann bremst. Dann macht er das auch? Ja, der Notbremsassistent, da muss da allerdings etwas schneller unterwegs sein. Ich glaube erst ab 30 also oder 40 km/h. Ja, okay. Allerdings, wenn du sehr knapp drauf bist, hast du eine Leistungsreduzierung. Das heißt, wenn du nur wenige Meter Abstand hast und da steigst richtig fest rein, kriegst du nur einen Bruchteil der Leistung, sodass du nicht so wegschießt. Also, Aber das ist eher gedacht eben so im Stop-and-Go-Verkehr, dass du nicht durch einen kleinen Fehler am Pedal gleich in den nächsten reinkrachst. Die Sitze sind ungewöhnlich weich. Also die Sitze sind amerikanische Sitze, ja. Das ist, ich habe einmal einen Jeep gehabt, aber gut, das waren eher so, ich glaube, ein Teil der Produktion ging so in die Möbelhäuser und ein Teil ist in den Jeep rein montiert worden, weil die waren wirklich wie Fauteuils. Ja. Okay. Das waren so Ledergarnitur im Auto. Ja. Ja. Gehen wir da oben? Ja. Das ist sehr angenehm, die Lüftung. Ist ja nicht kalt im Fußraum oder so. Überhaupt nicht. Nein. Also hinten, die Heizung ist top. Hinten ja, auch? Hinten ist aber bei fast jedem Auto irgendwo immer so ein bisschen ein Kritikpunkt. Nein, die Heizung ist top. Die Klimaanlage durch dieses Glasdach im Sommer wird ein bisschen wärmer als das. Aber da gibt es ja optional im Zubehör diese. Gibt es alles Mögliche, ja. Das ist richtig. Ja. Ich habe da was zugeschickt gekriegt, das muss ich erst mal testen. Ich habe so ein. Ich weiß nicht, wie viel das wirklich bringt. Ja. Ja. Also, das ist. Das Zubehör ist ja endlos bei Tesla mittlerweile. Ja, mittlerweile gibt es. Für einen Dreier gibt es schon viel, ja, das ist klar. Das ist auch die richtige Generation, die das Auto kauft, die genau auf dieses Zubehör abfahren, glaube ich. Weißt durchaus, ja. So, wie ein alter. Spurwarner hat er, oder? Also, der Autopilot funktioniert auch schon mittlerweile. Super. Also, weit sind wir nicht gefahren, gell? Nein. Es waren keine 10. Wir haben jetzt drauf. Es waren 8, glaube ich, wie wir wegfahren sollen, oder 9? 17 haben wir jetzt. Also waren es 8 Kilometer. Aber ich bin noch nie mit einem Hardware 3 losgefahren. Aber ich habe kein Full Safe Driving. Ja, okay, aber du hast trotzdem den Enhanced Autopilot, also Spur halten kann er trotzdem. Das könnte er jetzt. Genau, das ist aber zweimal nach unten. Ah, okay, was ist hoch? Hoch ist, wenn du hältst, neutral. Ah, okay. Aber leider musst du jetzt raus. Haben wir gleich. Ja, Leistung gibt es immer genug. Das stimmt. Nein, es gibt eigentlich kaum Situationen, wo man das Gefühl hat. Man kommt nicht vor. Ah, das ist jetzt zu wenig. Ja. In einer Performance. Aber man hört ihn schon, gell, den Motor, wenn man so Gas gibt. Ja, also den Frontmotor, den AC-Motor hört man durchaus ein bisschen. Gutes Fahrwerk auch, also, ja. Neue Reifen muss man noch ein bisschen warten. Ja, ist sicher schlau, nicht gleich voll.
So, willst du jetzt fahren? Tauschen wir da kurz? Nein, fahren wir da weiter okay. Noch. Da gibt's fahr rechts. Rechts. Ja, fahren wir rechts, dann kommen wir auf das B17. Das ist ein Feeling. Naja, die ersten Meter. Im eigenen, ja. Im eigenen. Abnormal. Das Ärgste, meiner Meinung nach, 30, und so da hingleiten und dann voll. Das ist immer der absolute Hammer. Doch, vielleicht sollten wir tanken, ja. Ja. Bei der BB werden wir jetzt kurz einmal tanken. Fünfmal voll. Ja, genau, einmal voll tanken. Du kannst dich da reinfahren, glaube ich. Okay. So. So, jetzt machen wir einen Wechsel. Wie oft hast du schon einen Neuwagen gehabt? Oh, sehr oft mittlerweile, ja. Ah, also, ja. Okay. Ja, das schon. Weil es gibt ja viele, die noch nie einen Neuwagen hatten, bevor sie sich dann ein Model 3 kaufen. Und dann ist das meistens auch mit Abstand das teuerste Auto, das sie sich jemals gekauft haben. Aber du hattest ja schon andere. Ja. So, was war vorher dein also, Fuhrpark? Die Krönung war dein 11er Turbo. Das war sicher das teuerste Fahrzeug. BMW X3, BMW 328 damals, alles neu. Was war noch dabei? Diverse VW, Golf, 7, Golf. Ja. Also immer so eigentlich. Und jetzt eigentlich Downsizing dann zum Schluss. Also ich hatte jetzt einen Golf 7 1,0 DSI. Okay, ja, so ein, und dann ja. Den Polo, den neuen 1,0 DSI, weil ich schon gewusst habe, dass das irgendwie keinen Sinn mehr macht und ja. Diesel, diese Diskussionen und hin und her und habe dann einfach Downsizing gemacht und rumgegurkt. Und aber immer deutsche Premium-Autohersteller. Ja. Also und jetzt auf einmal Ami. Vorher schon jemals Ami? Nein. Noch nie Ami. Nein, ist der erste Ami. Ja. Erste Ami ja. Und dann gleich ein Tesla. Ja. Ja, also du hast ja schon erzählt, dass auch sehr viele versuchen, einem abzuraten, sich einen ja. Tesla zu kaufen. Erschreckend, ja. Ja. Nicht generell von Elektro und Tesla und ja. Gut gemeint, ne? Meistens. Gut gemeinte Tipps, vielleicht ist es auch ein bisschen der Neid, ich weiß es nicht. Ich ja. glaube, es ist beides, ja, aber erschreckend. Ja. Ja. Ja, gut, dass die Informationslage nicht besonders brillant ist, das wissen wir. Aber es gibt wirklich Menschen, die versuchen, einen aktiv davon abzuhalten, sich einen Tesla zu kaufen. Es ist dieses Mediennachgeplappere, was ja mehr oder weniger jetzt wöchentlich im Fernsehen vorgekaut wird. Der Tesla hat gebrannt, die Feuerwehr hat nicht gewusst, was sie tun sollen und was passiert mit ja. dem, wer entsorgt es und hin und her. Ja. Also, ja, nicht. Wie bist du jetzt zufrieden mit so natürlich Übernahme, sehr. Die ersten alles Meter? Super bis jetzt, perfekt. Ja, ich bin happy und freue mich jetzt auch heimfahren zu können mit dem Auto und werde es genießen. Ja. Ja, und du hast jetzt Performance und kein FSD-Paket, aber der Enhanced Autopilot, der ist drinnen und der funktioniert auch schon, die Spurhaltung. Haut hin, alles das ist gut. Ja das hat mir der Verkäufer eigentlich offen gesagt, das ist dann mehr oder weniger nur das autonome Einparken und das Spurwechseln auf der Autobahn. Genau, und zurzeit vollkommen zur richtig. Zurzeit und da war ich nicht genau. bereit, dieses 7000 Euro knapp zu bezahlen. Genau, ja. So ist es, ja. Jetzt müssen wir dann noch Felgen finden für dich. Und Winterfelgen. Winterreifen ist das kleinere Problem. Ja, und gleich mal irgendeine längere Fahrt geplant. Wir fahren vielleicht ins Legoland mit den Kids, ja, Familie, schauen wir mal. Viel zu weit, unmöglich. Günzburg, viel zu weit. Ach, das geht schon. Ich habe das Name schon gesehen mit den Superchargern, das mache ich schon. Null ja. Problem. Nein, ja. Günzburg, kein Problem von der Hotel kann ich das, wie heißt das, Vienna, okay. Wie heißt denn das, das ist so eine ganze Kette, die sind sehr nett. Hoffentlich mit stationäre Charger oder wie nennt sich das? Gibt es dort einen Charger? Nein, aber es gibt in der Nähe einen Charger. Also in Günzburg kann man öffentlich laden und es gibt ganz in der Nähe einen Supercharger Richtung Österreich und null Problem. Na, sehr schön. Null Problem. Wir freuen uns auf die erste Ausfahrt. Nein. Ja. Die Kids sind auch schon ganz gespannt und kannst dir vorstellen. Das ist immer. Die Kinder sind da meistens ein bisschen offener. Zumindest absolut. Wenn sie nicht von Erwachsenen vorprogrammiert wurden. Ja. Aber so, wenn man sie so. Mein 13-Jähriger lasst sich auch nicht. Er bildet sich sein eigenes Urteil. Und ja. auch richtig so. Ne? Also als Erwachsener ist man da viel mehr in dieser Schiene drin und lässt sich da prägen, glaube ich. Ja? Ja. Man sollte selber einfach das Auto probieren und dann sich selbst ein Bild machen. Ja?
So ist es, genau. Denn die meisten, die so gegen E-Mobilität sind, die sind nicht einmal noch irgendwo mit einem Auto, mit einem E-Auto unterwegs gewesen. Oft nicht einmal als Beifahrer und schon gar nicht als Fahrer. Das ist, und die Leute sind nicht aufgeklärt, wenn ich sage, ja, Tesla 20 Minuten Akku auf 80%, ach so, so schnell, aha. Ja, genau. Weiß keiner. Ja. Nein, das stimmt, ja. Also die. Und da ist diese Anti-Werbungskampagne von Tesla vielleicht auch ein bisschen sparsam, ja. Also. Ja, aber ich denke, man kann nicht viel dagegen tun. Und letztens habe ich wieder gehört, in den USA gibt es ja doch relativ viel Werbung für Elektrofahrzeuge anderer Hersteller. Also Audi macht dort relativ viel Werbung zum Beispiel. Mhm. Aber nachdem die Reichweiten vom e-tron auch nicht so toll sind, deswegen hat derjenige, der das, die Aussage hat getätigt, hat gemeint, eigentlich ist das Werbung für Tesla. Ja. Weil es bewirbt die E-Mobilität und jeder weiß, Tesla ist am besten und dann kaufen die Leute, wenn sie schon ein E-Auto kaufen, meistens doch einen Tesla, vor allem in Amerika. Es war ja, ich hatte Audi S4 V8 damals, die 4,2 Liter Maschine, dann den A6 Avant, 3 Liter Diesel mit Luftfahrwerk und allem Pipapo. Und jetzt war Audi überhaupt kein Thema mehr. Ich mag diese Autos, ja, sind sicher schöne, gut gebaute Autos, aber dieser e-tron, nein. Ja. Es ist dieses Mischmasch zwischen Verbrennertechnik und Elektrotechnik. Du meinst, wenn er dann anzeigt, Ölwechsel? Wenn ich in Videos höre, ihm ist kalt beim Laden, er muss jetzt irgendwie das aktivieren und die Standheizung aktivieren, dass der e-tron heizt. Also das ist für mich einfach ein No-Go. Grundsätzlich, das stimmt schon. Also die gesamte Bedienung im Model 3 ist, aber das hat jetzt gar nichts mit dem Antrieb zu tun, sondern generell, natürlich, nicht jeder ist glücklich damit, dass es so wenig physische Knöpfe gibt, ja. Aber das Konzept ist einfach durchgezogen und das funktioniert. Ja. Ja? Und mit wirklich sehr wenig Eingewöhnungszeit kann man das perfekt bedienen. Und es funktioniert. Es ist, gibt nichts, was nicht funktioniert. Vor allem Updates in der Garage, auf die man sich freuen kann, wenn man hört von Audis, noch 6 Monate nach dem Kauf oder 4 Monate gibt es kein Update mehr, weil alte Hardware-Revision. Also genau, danke. Alte Hardware-Revision. Genau. Ja. Nein, das ist leider, sie haben es noch immer nicht gelernt, aber vielleicht müssen sie die harte Tour nehmen. Ja. Na gut, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Performance, immer gute Fahrt, immer zumindest ein paar Prozent State of Charge, nie liegen bleiben, was faktisch eh so gut wie nie passiert, vor allem am Anfang hat man viel zu viel Respekt. Du bist noch nie ein anderes E-Auto gefahren. Nein. Einstieg, ja, das Model 3 ist halt wirklich für viele so eine Alternative, wenn man sagt, okay, das kann jetzt ein Verbrenner echt ersetzen. Ja. Ich pendle auch mit dem Auto täglich 120 Kilometer. Und perfekt, ja. Also da ist auch die Ersparnis an Spritkosten dann schon wirklich, also das ist nicht irgendeine kleine Zahl, sondern das wären wirklich mehrere 100 Euro pro Jahr. Nur Sprit. Ja. Und Fahrspaß inklusive. Spaß. Ich freue mich drauf, ja. Naja, also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, schaut in meinem Shop vorbei, Referral Code und so weiter. Paul seinen werde ich da unten noch reingeben, vielleicht kriegt er ja auch der eine oder andere, aber meistens geht es im Freundeskreis am besten. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.